Krabbler-Tümpel, ja, ich weiß, was passieren wird. Ja. Leute lieben den Krabbler-Tümpel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Leute lieben den Krabbler-Tümpel. Mach Countdown. Ich habe aus Versehen den Knopf gedrückt, den ich nicht drücken wollte. Ah, ich habe nicht gewonnen, nein. Es gab noch keinen Sieg. Welchen Knopf habe ich gedrückt dafür? Gut zu wissen, dass ich. Ach, den Knopf habe ich gedrückt. Wahrscheinlich. Ja, das macht Sinn. Das ist mein. Nee, das ist ein Command. Das ist ein Makro, oder nicht? Das ist ein Makro. Okay, ich habe keinen Plastik gedrückt, aber möchte sein. Ich weiß es nicht. Welche Makro macht das? Hotkeys. Ach, okay. Weg damit. Oh, schnell. Immer was reinpacken. Ich achte gar nicht darauf. Ah! Ich muss darauf achten, was ich tue. Was tue ich aktuell nicht? Weil ich dumm bin. Sound, wir Leute machen gerade. So. Selbst bekommen. Eine Lux! Okay. Dann lass mich gucken mal. Ich könnte das Spiel. Ich könnte himmlisch rausbauen. Und dann Lux da rein. Lass uns erstmal das hier bauen. Ist das der Block hier? Das ist der Block. Der Block muss durchsichtiger sein. Weniger durchsichtig. So, angenehmer. Okay, ich hoffe auf was Gutes. Was haben wir denn so für Items? Okay. Gunst des Beschützers geht immer ganz gut. Fingerfertigkeit. Nee. Du hast meinen Bogen. Ich könnte daraus halt das Item bauen. Belux. Brauche ich den Attack Speed? Ich guck mal weiter. Ja, komm, mal das hier. Genau, ein Lux geschenkt, danke. So, geben wir erstmal das Item. Verkaufe dich, ich behalte dich noch. Nicht, weil ich dich brauche, aber. Wo behalte ich dich? Ja, ich werde jetzt nie mehr auf Sieg spielen. Ich werde dich aber dafür kaufen. Als ich Koloss später haben möchte und ich habe Mythisch dadurch. Deswegen werde ich die erstmal behalten. Und dann schauen wir weiter. Ja, den Kampf gewinne ich nicht. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Den Kampf werde ich nicht gewinnen. Ich werde nicht mal eine Person killen davon. Ich werde nicht eine Person besiegen. Ah, vielleicht. Wenn ich Glück habe und den. Nur noch besiegen. Nein, okay. Nein, oh, okay. Dann nicht. Dann nicht. Okay. Aber nur, okay. Gut. Dann nicht. Muss ich auch nicht haben, ist okay. Ari. Kaufen kann ich sie ja mal. Ja, ich werde jetzt nicht aufleveln. Das lohnt sich nicht. Was haben die anderen so gespielt bisher? Himmlisch, Koloss. Okay, sehr identisch wie ich. So ein bisschen gerade. Dolant. Dryade, Finster. Oh. Okay. Wächter, Dryade, Gegner gekämpft. Tintenschatten, Geister, Scharfschütze. Dolant und Himmlisch 4 schon. Mit. Okay, mit dem bestimmt. Okay, gut. Ich glaube, ich werde auch gegen ihn kämpfen, nicht wahr? Ahri ist schicksalhaft. Bard ist schicksalhaft. Kiana ist schicksalhaft. Okay. Porzellan, Ash. Problem ist ja das Item. Das Item ist ganz, ganz doof. Also, ich erwarte wieder nicht. Abo. Ah, vielleicht. Vielleicht erwarte ich doch noch einen. Zumindest den Darius vielleicht? Nein? Okay. Gut, dann nicht. Gut, dann halt nicht. Man kann ja alles haben. Ich mag das Artefakt gerne. Ein sehr gutes Artefakt. Unser erster. Oh, wir haben sehr viele Begegnungen. Soraka bietet eine Auswahl an Support-Gegenständen an. Die nehme ich gerne. Das passt für mich so. Uff. 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 Uff.
Das ist natürlich nett wegen der Immunität. Das hier. Hebewind. Will ich das? Ich will das da und das gebe ich meiner Nico. Oh! Das ist mein Weg. Das ist schon mal ganz angenehm. Dann lass es erstmal so. Okay, Nico, du bist jetzt mein... Nicht mein Carry, aber du... Auch nicht mein Carry, nein. Du bist mein Tank aktuell. Du bist meine Heilbot. Du bist jetzt mein Heilbot. Tu deinen Job. Du gibst ein Schild. In so vielen Seiten, okay. Dann fang mal mit dem ersten Schild an, bitte. Danke. Das gleiche Item! Verdammt! Ja, das ist genau das gleiche Item. Ja, das ist ungünstig. Kann sie sich selbst ein Schild damit geben? Ja, oder? Ja, kann sie. Macht sie auch gut. So, Lux. Du musst jetzt ein bisschen die Zeit schinden und die Senna besiegen, wenn es geht. Komm schon an, die Fähigkeiten auch. Oh, nee. Ich bin nicht. Wir haben genau das gleiche genommen. Das gleiche Artefakt und den gleichen. Du und ich, wir sind eins. Beste Freunde. Würde gern, will ich das Item mir holen für sie? Ja, will ich. Einmal wegen Arkanistin, habe ich schon mal Zoe dabei. Und ich habe die Träne für Speer von Shojin. Mit Lux ein bisschen öfter castet. Plus den Textbeat, plus das Textbeat. Sollte ein bisschen was bringen. Ich habe einen Fehler irgendwo. Meine Kamera hat einen Fehler, never mind. Wartet. Meine Kamera hat einen Fehler. So, da bin ich wieder. Die Kamera war so, damn girl, you ugly. Girl, you ugly AF. Und ich bin so, oh, okay. Danke. Wir sind uns einig. Was, wenn ich dich eher einpacke? Wir sind uns einig. Ich meine, ich verliere dadurch zwar... himmlisch, aber ich kann später gut mit Ilaoi verbinden. Ilaoi. Wegen geisterhaft, ne? Ja. Ah, vielleicht. Ich packe erstmal rein. Er ist zumindest besser als ein Malphite, würde ich persönlich sagen. So, Lux. Jetzt haben wir den Schaden. Lux tut was. Das finde ich gut. Oh, Lux tut eine Menge sogar. Ich muss jetzt hoffen, dass Nico was tut. Nico! Yes! Ein bisschen Damage mal. So, jetzt geht der Kha'Zix schon mal tot und der Tam Kench ist auch weg. Ich könnte eine Ahnung verkaufen, ich könnte die verkaufen. Bevor die reinkommen, dauert so ein bisschen. Ich will das Geld nicht... Nee. Ja, es bin ich! Aber wir kriegen unsere 4-2 erst später. Oder früher, wer weiß. Vielleicht nicht so direkt. Danke, Lux. Du bist ein Schatz. Bist ein wahrer Goldengel, du. Oh, super. Lass mich dich schon mal reinpacken. Und dann packe ich dich erstmal rein. Für Wächter. Dann lasst mich euch erstmal da anpacken. Weil, naja. Potplan schon zu haben, ist ganz nett. Besser als zumindest Koloss. Vielleicht bleibe ich auf Wächter einfach. Ich meine, ich werde Wächter behalten wegen dem schon. Gibt es einen anderen Geisterhaft, den ich reinpacken könnte? Den Morgana vielleicht? Satchen? Morgana könnte reinpassen. Oh, jetzt ist Lux am Casten. Guckt sie euch an. Jetzt hat sie Bock. Bam, bam. Weiter geht's. Nicht aufhören. Oh, nicht aufhören. So, Shen ist K.O., Darius ist weg und der letzte, der auch da ist, ist Yorick. Ja gut, ist nur nochmal Yorick. Ist nicht der Helden-Augment Yorick. Der Schaden war eindeutig. Der Schaden war eindeutig. Gut, dann lass uns mal die Gegner besiegen, das sollte nicht das Problem werden. Ja, mach mal... So, würde ich sagen. Ja, wir gehen in die Richtung. So.
So soll ich vielleicht zwei Gegner treffen. Ne, ich habe genau nur einen getroffen. Kann man nichts machen. Oh, das sind Champions, die ich brauche. Noch ein Bogen. Ja, genau, was ich möchte. Ja, mhm. Ein Bogen. Licht stirbt nicht. Es bleibt ist ein Riesenschlechter. So. Nico 2. Wie heißt du? Das wäre Spiel für Syndra und Arians gut, weil ich beide davon benutzen werde, glaube ich. Ich werde, glaube ich, so irgendwie benutzen, wirklich. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Ich will, dann brauche ich dich eigentlich nicht mehr, oder? Welches Level könnte ich die beiden reinpacken statt Gnar? Ich werde dich verkaufen. Ich werde leveln. Ich werde die beiden reinpacken statt Gnar. Ja. Tschüss, Gnar. Tschüssi, Gnar. Oh, der hat schon 4 Duellanten. Soll ich trotzdem mit klarkommen eigentlich? So, da ist das erste Schild. Da kommt die Tristan. Du hättest fast verfehlt. Das sah äußerst knapp aus. Ja, doch, das läuft. Das läuft. Der ist aber noch Erster. Ja, gut. Der Duellant mit dem Darius. Mit dem Kind, mit dem Wind. Oh, da ist ein. Nee, das ist das andere Ding. Das ist das Normale. Ich hätte gefallen, wenn zwei Länder wären. Jetzt wird das Spiel aber ganz schön. Ja. Hm. So Ruder hauen. Nico! Ja. Oh, das sind alles gute Sachen. Ich könnte Nico zum Carry machen damit. Ich frage, will ich das? Das ist gut für mehr. Ich kriege eine Lux und das ist was für mein Amumu. Das ist für all meine Charaktere was. Dann brauche ich keinen von dem mehr bauen. Will ich Nico als Carry machen, ist die andere Frage. Mein Kopf sagt mir nein. Nicht das hier. Lebe deine Reise. Oder stirb. Nee, warte, das will ich machen. So. Rollen. Tschüss. So. Arkanisten, Porzellanwächter. Und ich muss gegen den Erstplatzierten. Oh nein. Das könnte tatsächlich jetzt ein bisschen schwierig werden. Es sei denn, ich habe Glück und mein Team macht gute Arbeit direkt. Dann habe ich eine Chance. Mein Team macht an sich keine schlechte Arbeit. Nur meine Lux verfehlt aktuell eine Menge. Okay, sie haben jetzt noch Lungen getötet. Dann bin ich zufrieden. Zwei Charaktere ist natürlich nicht ideal, aber geht schlechter. Ich hätte wahrscheinlich auch sogar besser machen können. Chancemäßig. Ja. Lux hat eine Menge gemacht. Lux 3 wird mich später ein bisschen retten. Jetzt rolle ich so ein bisschen. Aritz, perfekt. Weiter brauche ich nicht rollen. Ich rolle jetzt, wenn ich höhere Chance auf den habe. Weil One Cost brauche ich keine, ne? Außer Ari. Und Ari habe ich schon. Ne, mehr One Cost brauche ich nicht. Okay. Dann brauche ich dich noch. Koloss. Ich würde sagen, nein. Nein. Okay. Meine Katze hier? Ja. Da ist sie. Plötzlich hinten mit einem Stuhl. Gesetzt kann ich sehen, aber ein bisschen. Ah, sehr gut. Direkt die Zelle fokussieren. Die Tanks in Ruhe lassen. Direkt auf die Damage-Diäten gehen. Das ist die richtige Aktion. So geht das. So, Senna ist tot. Gut, die Frontline kann ich auch nerven, aber wenn jetzt die Caitlyn auch weg ist, gleich. Okay. So, jetzt die Caitlyn auch weg. Jetzt können sie ja keinen Schaden mehr machen. Sag ich, aber ich lüge, denn sie haben auch so Schaden. Ah, sie haben geistig, deswegen. Sie haben die Geister. Die Geister sind ungefähr sie ja Schaden macht, gefühlt. Na gut. Und wie wir das haben. Von den Items her. Nicht wirklich. Hextech Gunblade vielleicht? Ja, okay. Ja, vielleicht. Ich hätte auch schon was vorbereiten können für Blue Buff. Na, hätte ich vielleicht eher machen sollen. Aber da habe ich nicht wohl nachgedacht. Ah, natürlich bleibt die Nico übrig mit der Träne. Die will keiner haben. Anscheinend. Oh, oh. Das ist
Okay. Wir leveln, packen Ari rein und haben dadurch 4 Arkanisten. Diana kann weg. Ich rolle kurz 2-mal. Bin noch eine Lux. Ich könnte das bauen auf sie. Bin noch mal Attack Speed. Damit sie noch öfter cast. Sie ist halt ein... Sie könnte mein Main Damage Dealer werden dadurch. Weißt du was? Crit Chance haben wir schon, also brauche ich das nicht mehr. Die anderen kriegen irgendwelche Verbrennsachen vielleicht. Ja, doch, das könnte was werden. So. Erster Schuss, trifft schon mal gut. Die attackt halt jetzt öfter. Die attackt halt jetzt pausenlos gefühlt. Hier. Bam, bam. So, die Kale hinten gleich. Jetzt wird die Wyvern besiegt. Die Soraka ist auch nicht mehr so lange am Leben. Ja, und das war's. Ja, 7000 Schaden. Ja, das könnte reichen. Wenn ich jetzt noch eine letzte Lux kriege. Eine sehr frühe Ash. Die ich vielleicht brauche. Ich kann das hier machen irgendwann. Die Frage ist, kaufe ich es mir jetzt gerade oder nicht? Ich gucke. Wenn ich jetzt verliere, brauche ich sie nicht kaufen. Wenn ich gewinne, kaufe ich sie mir durch Nico. Kaufe ich Nico dafür. Wenn ich jetzt verliere. Wenn ich gewinne, würde ich sagen. Okay, der ist sehr tanky aufgebaut. Tanky mit einer guten Kindred hinten. Ah, nee, gar nicht, war die auch keine Items. Never mind. Mit einer Kindred hinten. Punkt. Frage ist, ob meine Lux gut genug trifft und auch oft genug trifft. Oh, sie trifft. Oh ja, sie trifft. Oh ja, sie trifft. Sie hat jeden Schuss gegen die Kindred getroffen. Ah ja, Lux holt sich den Schaden. Der Namu? The hell? So, kauft. Da will Nico wiederkommen. Oh, mir fehlt halt eine Lux nur. Ah, gut. Ah, Nico, du bist zwar groß und stark, aber ich brauche die aktuell noch nicht. Ich brauche die aktuell gar nicht. Wenn ich sogar ganz ehrlich bin. Ohne Sindon, es geht gleich. Oder die Chance auf einen Spatula? Mir gefällt nicht, wie viele von den Dingern. Oh, sind. Oh, wie schön! So, lass mal gucken. Da ist Lux. Gut. Dann habe ich das fertig. Kann hochrollen. Ja, was mache ich jetzt mit euch? Das sind halt komplett bescheuerte Items für meine Comp, die ich habe. Das sind halt ganz schreckliche Items. Die bringen mir eigentlich gar nichts. Ich könnte das machen auf Amu. Was das bringt, weiß ich nicht. Können es auf sie machen. Hm. Ja. Das ist ja die Sache. Ich weiß nicht, was es bringen soll. Ich bin halt gerade komplett aufgeschmissen. Okay, Lux zeigt deinen Schaden. Okay, Lux macht Damage. Lux besiegt den Asi hinten. Jetzt muss ich auch um das Lux. Ja, okay, Lux. Ja. Ja, okay. Ja, okay. Die macht das. Die kriegt das hin. Ja, genug Schaden. Ich castet oft genug. Level ich jetzt schon? Weil ich könnte noch gucken, ob ich Nikos kriege. Ich werde nicht dafür rollen, aber ein paar Runden habe ich noch Zeit. Wo ich leveln werde. Oh ja, tatsächlich. Das letzte Augment fehlt noch. Das ist komplett woanders verschwunden. Okay. Der ist immer noch Erster. Wow. Ich will gerne eine bessere Frontline haben, muss ich sagen. Meine Frontline ist nett, aber nicht unbedingt gut. Ja, Union ist halt da, ne? Ja. So. Das ist der, nicht wahr? Ah ne, das ist der Dolant. So einer der Dolanten. Ich glaube, das ist der, der gerade den Yasuo 3 bekommen hat. Das könnte der sein, ja. Jetzt schmerzhaft.
Okay. Mein Team macht nur gute Arbeit. Komm, Lux! Nee, wird's nicht schaffen. Ein K ist noch gut. Gut. Gegen eins Niederlage ist meinetwegen. Whatever. Ist okay. Ist okay. Du warst, dass der so lange überlebt schon. Arikos quer. Oh, mehr Leben. Yay! Die Person, die Forger spielt, wird sich freuen. Mal gucken, kann man noch schnell, ne? Aris brauche ich nicht mehr. Letzter Gucker. Okay. Brauche ich die Ash überhaupt wirklich gleich noch? Ich werde gleich wahrscheinlich die Ari reinhauen, also fürs Erst brauche ich sie gar nicht. Gut, dass ich es gemacht habe. Die Entscheidung hat mich hat mir sehr viel gebracht. Gute Entscheidung. Ich habe gegen alle von denen Angst. Es gibt keine, gegen die ich keine Angst habe. Warum hat Tank-Items? Das ist der zweitplatzierte, ja, ist es. Geisterhaft 5. Mit der Senna gegenüber. Also, die wird getroffen. Und zwar auch in jedem Schuss. So, und jetzt noch ein Schuss und die sind beide tot, ne? Ja. Die Backline ist schon weg. Die Frontline lebt noch, aber auch nicht mehr lange. Das war's. Das Spukhaus. Okay. Das ist ziemlich gut. Ein extra Geist und jeder Geist macht, ich glaube, wie viel Prozent mehr Schaden pro Geist? 10%! Und wenn jeder von meinen Charakteren einen Geist macht, hier seht ihr es ja, das sind gefühlt, ja, ihr kriegt 130% mehr Schaden. Hm. Pech gehabt. So klingt das dann. Ich würde ja gerne ein Tank-Item nehmen. Also entweder Sandfeuer, das hier vielleicht. Ja, das ist das einzige letzte Tank-Item, ne? Ja, es ist. Nein, nehme ich das mit. Nehme ich das mit. Und gebe das meinen Amu? Würde ich sagen. Nico muss dann nur hinten bleiben, damit die das benutzen kann die ganze Zeit. Ich würde sogar wirklich Amu geben. Der wird am nächsten leben. Brauche ich nicht mehr. Was nochmal, ich wollte weiter rollen. Ja, das hat lang gehalten, ne? Das Versprechen. Mhm. Ich muss gleich leveln. Dann pack ich rein. Noch level ich nicht, weil noch ist nicht komplett notwendig, aber nächste Runde muss ich leveln. Der hat verloren? Oh, was ist passiert? Die Prophezeiung, sie ist wahr. Die Prophezeiung hat sich erfüllt. Es ist wahr geworden. Oh. Oh nein. Jetzt darf ich gegen kämpfen. Lol. Mal gucken, wie viel Schaden ich wirklich am Ende mache. Oh, das war echt gut gegen die Kiana. Problem ist, die Kiana ist nicht mein Fokus gerade mehr. Noch ein Gegner vielleicht? Oh, danke schön. Haben wir noch was gemacht? Mal noch ein bisschen. Wer ist denn letzter aktuell? Finster 6. Der ist letzter? Krass. Ich habe irgendwie nicht gedacht, dass du mit Finster 6 so viel schlechter wirst, so viel schwächer wirst. So. Gucken, da ist nix. Gut. Dann lassen wir es erstmal. Gebe ich die Riesen schlechter? Ja. Das anderes habe ich gar nicht für dich, von daher. Irgendwo muss ich mit den Schwertern hin. Ich kann dir nachher noch den Speer auf Shoji machen daraus. Aber das war's auch. Mehr Auswahl habe ich nicht. Die Schwerter sind komplett unpraktisch für meinen ganzen Komp. Weil all meine Charaktere Magieschaden nutzen. Da haben Schwerter nicht viel zu tun. Sei denn, du machst ein Gunblade. Was ich aktuell nicht mache. Oder zumindest noch nicht habe. Vielleicht will ich Schwerter machen, ja. Oh boy. Oh. Ich finde schön, dass sie sich abwechseln. Wenn ich noch ein paar Leute besiegen kann, das ist nett. Ja, okay, langsam falle ich auf. Ich habe einfach keine. Ich habe 5 Arkanisten drin. Wieso? Das ist bescheuert. Ich sollte was einen von denen vielleicht Yasuo reinmachen oder sowas. Auch nicht. Nicht weiter Arkanisten. Das ist eine falsche Idee. Ich habe keinen Bonus. Annie als Anrufer? Nee.
Geisterhaft. Ich könnte... Shen bringt mir nix. Ja, Shen wird mir was bringen sogar. Oder himmlisch mit... Ich habe ihn da weggepackt vorher, weil ich nicht brauche. Ja, mein Fehler. Anscheinend brauche ich ihn doch. Anscheinend brauche ich ihn ja doch. Ups. Choraka! Oh! Oh, oh, oh. Angucken, was ist das? Mami! Bup, bup. Und ich sag. Dankeschön. Nette Lissandra dazu. Die ist schon mal besser als du. Ich frage jetzt aber jetzt. Ich rolle halt jetzt aktuell noch für einen Amu vielleicht? Die Seelen rufen. Nico habe ich nicht gesucht, ich wollte nur Amu suchen eigentlich. Syndra ist da. Okay. Da habe ich die Lissandra. Die Frage ist, was genau... Oh! Ja gut, das ist besser. Das ist besser aktuell. Das ist sehr viel besser. Dann schmeiße ich vielleicht einen anderen Magier gerade raus. Muss ja nur gucken, welchen. Ja, ich muss gucken, welchen ich rausschmeiße dafür. Nico kann ich nicht. Die könnte ich rausschmeißen. Ich krieg neuen Wächter dafür. Ilaoi. Kenn deinen Gegner. Nein. Kleine Freunde. Ach, ja, langsam ersetze ich sie halt die ganze Zeit. Deswegen vielleicht nicht. 3 sind einer zu 4. Dann Team halt 6 für jeden einzigartigen. 3 Gold-Champion in meinem Feld. 1, 2, 3. Ja, warum nicht? Dann ist er ein täuschendes Ende, aber es ist ein Ende. Jetzt pack ich jetzt dich raus. Und pack dort euch beide rein. Kauf das. Gib einen Teil von dir. Gib den noch Level 2. Und mach erstmal damit weiter. Fragezeichen. Jetzt habe ich Schicksal. Und ich habe echt. Oh! Ah, ich habe keinen. Ich habe aktuell keinen Plan mehr drin. Oh, cool! Gut, dass der Lissandra 2 schon hat. Das ist ja nicht schlecht. Ja, der geht ganz schnell nach oben und holt sich ganz viele 5-Cost-Units. Das merkt man. Mal gucken, ob ich gegen ihn ankomme. Mein Kopf sagt mir aktuell, Mein Kopf sagt mir aktuell, nein. Vielleicht ist mir Kopf, ja. Ah, nee, warte. Der Castler hat mich die Fähigkeit, dann bin ich so tot. Ja, der Kass jetzt nämlich die Fähigkeit von Lissandra. Nicht oder gar nicht. Das kann er gar nicht. Aber krass, dass er jetzt. Uff. Okay. Ich verkünde den größten Segen. Müsste eigentlich gucken, was mache ich jetzt. Was will ich das Lux wegnehmen, das Item? Macht das Sinn? Macht das Sinn? Das war überhaupt nicht. Mehr Stufe 7 erst noch, ne? Ich könnte natürlich jetzt auch Level mein ganzes Geld verlieren, wenn ich sie reinpacken kann. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Ist die andere Frage. Mein Kopf sagt mir, nein, das macht keinen Sinn. Weil noch sieht es aus, als würde ich Top 4 werden. Wenn ich ihn besiege, habe ich eine gute Chance. Halt sich ihn besiege, ist die andere Sache, ja. Weil das könnte auch schon problematisch werden mit der Diana. Die anderen verdammt tanky. Mein Liko lebt noch. Jetzt nicht mehr. Okay, jetzt habe ich noch die getötet. Gut. Also langsam muss ich echt aufpassen. Ich falle ab. Geister. Will ich nicht. Itemmäßig. Was macht hier als Item Sinn? Oh. Das, ne? Ja, doch, doch, doch. Es hat mir nicht gefallen, das zu nehmen, weil ich muss das, glaube ich, sogar nehmen. Weil sonst hätte er es genommen. Ich meine, er braucht noch einen mehr, aber er ist auf dem Weg. Vielleicht könnte er 8 Geister kriegen. Und es könnte mir sogar ein bisschen nützen. Ich muss es aber aufleveln. Weil sonst habe ich gar keine Chance mehr, was zu kriegen. Ach genau, Sindra kommt rein. Verbinde euch beiden.
muss ich gucken, dass ich irgendwas finde, das mir was bringt. Ob es jetzt ein Mumu ist oder ein Thresh. Irgendetwas. Das ist ein Thresh. Ich verkünde den größten Segen. Dieses Potenzial. Ja. Gut, kann ich ändern. Brauchte den. Ich brauche den Tank. Brauche die Frontline so ein bisschen. War ich die schlauste Idee, aber es war eine Idee, die ich hatte. Ich habe nicht so viele. Es könnte aber reichen. Es könnte mir helfen hier. Ich meine, das Team macht gute Arbeit. Irelia stirbt jetzt gleich durch... durch Lux. Und ich habe den erst bisschen besiegt. Okay. Die Frontline hat ein bisschen geholfen. Leider habe ich jetzt kein Geld mehr. Leider habe ich jetzt... Ich habe gegen 8 Duellisten gewonnen? Was? Okay. Das ist auch insane. Brauche ich sie noch dafür jetzt überhaupt? Eigentlich nicht mehr, ne? Ich meine, ich könnte jetzt das machen. Mit 6 Arkanisten. Und dann, die Verbindung ziehen. Könnte ich das so machen? Vielleicht noch einen Amu kriegen irgendwo? Eine Syndra. So. 6 Arkanisten sind schon mal mehr AP. Was ganz nett ist. Mehr AP ist immer gut. Mal gucken, weil ich mit dem mehr AP komme. Ist die andere Frage. Ah! Senna ist K.O. Meine. Yes! Yes! Richtige Entscheidung. Top 4, willkommen! Top 4, willkommen! Ich besieg den Duell. Noch ein Duell landen. Der auch nicht gut dabei ist aktuell. Okay, warten. Wir warten jetzt. Jetzt warten wir. Meine Katze dreht im Kreis. Zu da hinten. Ach, sie hat echt gedreht. Süß. Sehr, sehr niedlich. Porzellan 3 ist natürlich ein bisschen Ich könnte die Sache von Lux wegpacken, aber Lux ist halt aktuell mein Carry. Ich will Lux nicht... Oh. Okay. Ich will Lux nicht end-carryen. Das klingt nicht nach einem guten Plan. Das Item auf der Syndra. Okay. Und da ich nicht mehr viele... Oh! Was klar? Wisst ihr was? Sure. Ich könnte das reinpacken. Oder das reinpacken. Die Frage. Ich glaube, die Arkanisten machen mehr Sinn. Ich glaube, die Arkanisten machen tatsächlich sogar mehr Sinn. Ein bisschen vielleicht ausweiten, die Charaktere. So. Geschichts- und Weise. Oh, Zoe 3. Na gut, ich habe dafür Thresh 3 und Amumu 3. Also meine Frontline lebt. Meine Frontline existiert aktuell. Das ist mein Vorteil. Die Frage ist, ob sie lang genug lebt. Aktuell sieht es nicht danach aus. Oh, sie lebt auf keinen Fall lang genug. Und wie? Papier! Ich nehm's. Eine Rüstung, yay. Ich weiß gar nicht, was ich suche. Sind auch vielleicht noch höchstens. Also alle 4 Kostüme kaufen. Dann rollen. Gut. Ja, da ist jetzt nichts dabei, was ich machen kann. Von daher einfach hoffen, dass ich nicht bau gehe. Aber nach meinem Wissen macht... So. Mein Wissen macht die Irelia am meisten Schaden in seinem Team. Dürfte eigentlich am meisten Schaden machen in seinem Team. Von daher versuche ich es, sie jetzt direkt zu one-shotten. Oder zu one- oder two-shotten in dem Sinne. Also. Eins von den beiden. Sieht aber gut aus. Yes! Okay. Dagegen gewinne ich. Sehr schön. Jetzt können wir Syndra 2 schon mal holen. Und ich könnte sogar Dritter werden. Syndra 2. Ohne Items leider. Möchte ich das hier neu bauen? Ich versuch's. Funke. Starkstich. Schwur. Und Tuch der Stille.
der Stille. Der Stille. Tuch der Stille. So, erstmal 5 Leute damit treffen. Sehr schön. Syndra haut rein. Syndra macht ein bisschen Damage. Macht Magieresistenz weg. Mit den Auto-Attacks, die sie hat. Die 3 Stück, die sie hat gefühlt. Und sobald die oben weg sind, kann ich auch mal in die Richtung schießen. Vielleicht mal eine Runde. Danke. Yes! Läuft doch! Komm voran! Okay. Oh, das ist ein T-Pot-Symbol. Oh, oh. Oh, verdammt! Ich hab das Item dir schon gegeben. Ja, gut. Dann gebe ich es vielleicht Nico? Ich muss es dir geben. Ich muss ein Item verlieren davor. Aber ich muss Sinter versuchen, neu zu bauen. Wenn ich einen Sinter kriege, bin ich zufrieden. Okay, dann muss ich gucken, was mache ich mit dem. Ich könnte es Nico, wie gesagt, geben. Dann. Oder ich gebe Thresh. Ich glaube, ich gebe es Nico. Oder? Ich muss ich Thresh geben. Gebt euch mehr davon. Er ist der Haupttank. Er ist einer der Haupttanks. Deswegen muss ich ihm das geben. Oh, ich habe mich nicht umgesetzt. Ich habe mich umgestellt. Ich hätte mich umstellen sollen. Mein Fehler. Ich hätte mich sehr viel besser umstellen sollen. Ich habe mich gar nicht umgestellt. Komm schon! Ja, komm, Diana. Sehr gut. Halt sie so gut fest wie möglich. Vielleicht nochmal, wenn es geht. Perfekt. So. Damit haben wir sie doch. Top. Top 3. Wuhu. Das habe ich jetzt nicht erwartet, nachdem ich so schlecht abgeschnitten habe. Ich kann nichts mehr machen damit. Ich kann noch verbrennen. Ja, warum nicht? Hier, Brandschaden. Irgendwie müssen wir jetzt... Ich habe auch so keine Ahnung, gegen wie ich kämpfen muss. Gegen dich nicht. Gegen dich muss ich kämpfen. Okay. Lass uns mal dahin gehen. Die gehe ich dahin. Gehe ich dahin. Ja, passt so. Kriegt zumindest die 3 schon mal, die Leute schon mal getroffen. Bei ihr bringt das nichts, ne? Ne, ich glaube, Irelia hat da. Ich glaube, Irelia ist immun gegen die Fähigkeit. Ich glaube nicht, dass Irelia wirklich funktioniert, wenn ich. Aber ich gewinne trotzdem gegen die. Gewinne ich das Spiel aber noch? Das wäre ja. Ein Wunder. Das wäre ein Wunder. Oh mein Gott. Ich meine, ich komme gut klar. Wenn ich noch ein Item für dich finde, wäre toll. Ich weiß nicht welches. Vielleicht Sonias? Nee, Sonias ist kein Item. Sonias ist kein Item. Entweder für dich eins oder für dich ein Tank-Item. Eins von beiden. Für dich ein Tank-Item und für dich ein Tank-Item. Also, ich bin mit allen Items zufrieden. Ich kann mit allen Items aktuell leben. Es muss ja nur ein Item sein. Ich muss halt nur ein Item sein. Uff, uff, Ja. Höhe deines maximalen Lebens. Nehme ich das hier und pack das auf dich. Und jetzt muss ich gucken, was ich tue. Ich kann nicht viel machen, deswegen. Und hoffen wir, dass ich jetzt gewinne. Ich weiß nicht, wer gewinnt. Wir werden sehen. Bin an sich nicht sicher. Es könnte aktuell wirklich jeder sein. Es gibt halt... Ich bin nervös, muss ich sagen. Ich bin nervös. Oh, ich verliere vielleicht. Nee. Warte. Und! Oh. Oh, es ist knapp. Yes! Das habe ich nicht erwartet. Ich habe zu Beginn nicht damit gerechnet, dass ich gewinnen würde.